Das heißt, ich mache hier noch ein paar Sensenklauen erst, Sensenläufer erstmal weg. Also hier sind es dann eher wieder Mumien statt den Gehäuteten. Ja, die Schar, die ein bisschen aussehen wie komische Dinos, aber wahrscheinlich irgendwelche Echsenmenschen sein sollen. Zeit zu sterben! Achtung! Achtung! Ach ja, was ich gelesen habe, was ja zum Glück nicht mehr wirklich relevant ist. Kartei war Zurück mit euch! die dritte Map, die das Infinite Spawn Problem hatte. Was aber ja zum Glück gelöst wurde. Zeit zu sterben! Also ohne den Patch wären wir hier in Kartei wahrscheinlich gar nicht weitergekommen. Wobei ich habe ja diesen Bugfix da gehabt, diesen inoffiziellen Patch. Aber der hat einfach nur Spawner weggemacht. Also die kaputten Spawner entfernt von der Map. Kämpft! Achtung! Jedenfalls habe ich die Beschreibung so verstanden. Der richtige offizielle Patch hat ja die Spawner gefixt. Das heißt, eigentlich durch den inoffiziellen haben wir es ein bisschen leicht, hätten wir es ein bisschen leichter gehabt hier. Zurück mit euch! Aber ja, wäre dann irgendwie Cheating gewesen, fast schon. Deswegen bin ich froh, dass der Offizielle gekommen ist. Jetzt können wir Kartei normal spielen, ohne Verteidigt euch! Angst haben zu müssen, dass es wegen 5000 Untoten abstürzt. Und Vorsicht! ohne uns schlecht fühlen zu müssen, weil wir zum Fixen die Spawner entfernen mussten. Zurück mit euch! Vorsicht! Achtung! Okay, gegen den da haben die drei keine Lust mehr zu helfen. Ja, ich will mich erst hier richtig umschauen. Ich gebe zu, Kartei und ist jetzt eine der Gebiete, an die ich mich sehr schlecht erinnere noch. Vorsicht! Da kämpft gegen Urias. Thank you.
Okay, die Char zu treffen ist schwierig. Soweit ich weiß, werden Char wieder zu richtigen Gegnern. Also zu Gegnern mit Lagern und Truppen irgendwann später. Das hier sind jetzt nur kleine Vorhute. Das ist wirklich ein Intelligenzring. Der ist auch nicht schlecht zu verachten. Kämpft! Vorsicht! So, den tun wir mal mit Berserk weghauen. Dann kann der schon mal nicht mehr heilen. So, der brennt und ist verwirrt. Er war verwirrt. Der ist auch gleich hinüber. Ja. So, dann gucken wir noch, was hier im Süden ist. Außer wieder Sensenläufern. Verteidigt euch! Kämpft! Achtung! Kämpft! Der haut ab. Der haut auch ab. So, jetzt noch du. Okay, noch eine Untotenbasis, so wie es aussieht. Jedenfalls deuten die Ruinen da ganz gut darauf hin, dass hier Untote sind. Also, dass hier Untote eine Basis haben. Ja. Hier wäre aber ein Heldenmonument. Okay. Das würde bedeuten, wir machen erstmal hier oben dicht.
und versuchen erstmal hier unten alles kaputt zu machen. Ja. Genügend Eisen hätten wir ja hier. Oder wir müssen erst hier oben platt machen, dass wir das zusätzliche Eisen kommen. Ja, wohl eher. Ich weiß gar nicht, ob wir auf diesem Boden überhaupt Ackerbau betreiben können. Wird sich zeigen. Auf jeden Fall haben wir jetzt in beide Richtungen etwas Luft. Können sich ja jetzt einfach mal speichern. Sterben kostet ja schon einiges an Erfahrungspunkten, deswegen möchte ich das hier vermeiden. Tja, und dann geht's wieder mal los. Verfügt über mich. Verfügt über mich. Gehen wir es an. Wobei ich schon mal sagen muss, da kommt viel. Kämpft! Es fällt aber auch zum Glück sehr schnell. Genau, prügelt den da kaputt. Ja, bin unterwegs. Ärmel hoch und los. Verfügt über mich. Vorsicht! Okay. Verfügt über mich. Habe verstanden. Achtung! Kein Problem. Hier bin ich. Zeit zu sterben. Schön ist der Anfang auch nicht gerade. Wird sofort erledigt. Gebäude wurde errichtet. Vorsicht! Verteidigt euch! Achtung!
Herr der Rune?